Action. Jo, hallo armseliges Österreich. Grundsätzlich würde ich jetzt lang und breit ausführen, dass dieses Land ja bekanntlich auf den Hund am Hund ist. Ja, ihr wisst's da, Listenhund, Kampfhund-Debatte. Wir haben endlich wieder ein Thema, wo sich das Volk in irgendeiner Form echauffieren und austoben kann, dass im Hintergrund unser schweigender Sascha jetzt 260 Millionen ins Ausland schickt, um das Klima zu retten. Das ist nur so eine Fußnote nebenbei, dass, wie gesagt, WHO-Demo war. Darüber berichtet noch nicht einmal der Thomas Breit, weil auch der hat sich der Hundedebatte angenommen. Deswegen würde ich da gar nicht so ins Detail gehen. Wir, das heißt ich, ihr wisst ja, böse 13, ja. Und der Roman, einmal mehr an der Kamera, sind nämlich, weil die Zeiten hart sind und das Land am Hund ist, am Weg zu meinem Schneider. Ich habe ja genauso wie der Roman nicht wirklich viel finanzielle Unterstützung für meinen Einsatz. Gehe selber arbeiten, also alles gut. Aber ich bin in den letzten Tagen und Wochen eigentlich inzwischen nicht dazu gekommen, meine günstig reparierten, wohlgemerkt bei einem Mitbürger mit Migrationshintergrund, weil wir Nazis lassen nämlich gern bei den Ausländern arbeiten, wenn man nämlich so die bösen Leute mit der 18 sind. Da muss ich gleich mich selber mal wieder unterbrechen. Ich bin heute hinter einem Bus der Salzburger Verkehrsverbunds Betriebe nachgefahren. Und das war der Bus der Linie 180. Also ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht eventuell einmal ermitteln sollte. Ich werde das mal nach Wien schicken. Für alle, die nicht wissen, warum, schaut euch das Video an. Das ist der Roman sehr zahlreich auf seinem aktuell mal wieder gesperrten Kanal hat. So, dann wisst ihr, was es mit 13, 18 und anderen Sachen so auf sich hat. Ihr wisst ja, Nazi-Karte. Der Roman muss jetzt hier wie einer der bösen Listenhunde draußen warten. Ich gehe nämlich mit meinem IKEA-Sackel. Also zur Erinnerung, das ist diese Verschwörungstheorie, dass es Schweden noch gibt. Da jetzt rein und hol meine Sachen. Wir sehen uns gleich. So. Das Wichtigste ist erst einmal, nachdem man wieder latenten Schlafmangel hat, Verdunklung. Und ja, so sieht es aus, inklusive Winterjacke, weil wir werden ja alle am Klimawahnsinn versterben. Und es herbstelt ja schon ein bisschen, deswegen jetzt dringend Zeit geworden, passend zum langsamen Saisonstart, wieder die wärmeren Klamotten zu reparieren. Und Heizkosten sparen, oder? Mit der warmen Kleidung. Naja, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, heizkostentechnisch habe ich gar nicht so ein Problem, weil ich arbeite ja nachts. Das heißt, in der Nacht brauche ich eh keine Heizung, weil da bin ich nicht daheim. Und zum Schlafen habe ich es eigentlich ganz gern kühl. Ich versuche ja ein cooler Junge zu sein. Und ja, insofern heize ich gar nicht so viel. Zumal meine Nachbarschaft ist eh erledigt. Und ich da ein bisschen passiv mit genießen kann. Wie gesagt, ich habe mich unterbrochen mit dem IKEA-Sackerl, weil da passt das alles rein. Dass ich erwähnt hatte, der Roman ist schon wieder gesperrt. Das liegt daran, dass er vom Ausflug nach Wien, ihr wisst, wir haben uns in die gefährliche Landeshauptstadt gewagt, gefährlich nicht, weil der Ludwig und seine Mitstreiter die Stadt zur Schikanenhauptstadt der Welt gemacht hat und zur Bundeshauptstadt des unfreundlichsten Landes der Welt, sondern weil ja dort auch die Gewalt ein bisschen ausufert, ihr wisst, Messerattacken, Machetenmorde und so weiter. Darüber findet ihr viel beim Thomas Breit. Schaut da rein, ich empfehle seinen Kanal natürlich nach wie vor. Wir haben uns da trotzdem hingewagt, todesverachtend. Ich bin dann ja dort auch und es ist relativ stark viral im Moment, wenn man das so will. Weil es hat immerhin über 450 Aufrufe aktuell, also das ist für Romans Kanal schon fast eine Sensation. Als einziger Teilnehmer, soweit mir bewusst ist, eben einer Kontrolle, einer Identitätsfeststellung
unterzogen worden. Ja, zu dem Einsatz selber sage ich einfach einmal, schaut es euch selber an. Ne? Nur Nazi-Symbole überall. Und ja, nachdem wir dieses Spektakel in Wien überlebt haben, hat der Roman die Videos online gestellt. Wie gesagt, das mit meiner 0815 Polizeikontrolle. Da ist jetzt auch wieder 0815. Da ist jetzt 81 drinnen. Ich entschuldige mich hiermit schon mal. Ich entschuldige mich übrigens auch auf meiner Facebook-Seite. Der Roman verlinkt sie mir. Ich erwähne es trotzdem ganz kurz. Elvis the Bouncer minus FSK 14 Version. Vor kurzem den 88. Geburtstag, also theoretisch, weil er ist leider vor kurzem von uns gegangen, sprich vor einem Jahr knapp, von Jerry Lee Lewis erwähnt zu haben. Es tut mir leid, es ist wirklich sein theoretisch 88. Geburtstag. Es ist keine böse Absicht. Sei es wie es sei, es ist so, dass der Roman, wie gesagt, gesperrt ist, weil er hat diese Wien-Demos hochgeladen. Und nein, es ist nicht das vielgesehene Exekutiv-Einsatzvideo, das ein Problem darstellt, sondern der Roman hat den EU-Parlamentarier Teresch zu Wort kommen lassen und das dokumentiert. Und der gute Mann dürfte, so wie es ausschaut, als Redner eventuell nicht so begehrt sein. Klar, kritische Stimmen will man in der EU nicht. Und deswegen hat das Video jetzt vom Roman gegen, wie heißt es so schön, Community-Richtlinien verstoßen, weil es anscheinend medizinische Fehlinformationen enthält. Hier muss, oder besser gesagt darf ich mal kurz Elvis unterbrechen. Denn wie ihr schon vorher gesehen hattet, wurde ja dieses Video von Herrn Teresch gelöscht wegen Community-Verstöße auf YouTube. Doch wie es sich für den echten Rebellen natürlich gehört und Widerständler, soll man sich nicht alles gefallen lassen. Und so hat man ja bei YouTube die Möglichkeit, gegen etwaige Löschungen Einspruch zu erheben. Und das habe ich gemacht und siehe da, nach 3 Tagen wurde dieses Video dann wieder online gestellt, weil zuerst, wenn ein Video gelöscht wird, das nicht von einem YouTube-Mitarbeiter gelöscht wird, sondern zuerst von einer künstlichen Intelligenz, die YouTube am Laufen hat, der dann vorab einmal entscheidet, ob ein Video angenehm für YouTube ist oder nicht. Und wenn man dann einen Einspruch erhebt, sieht sich das erstmal ein echter Mensch bei YouTube an, ob diese künstliche Intelligenz von YouTube zurecht gehandelt hat. Und siehe da, mein Einspruch wurde anerkannt. Und somit ist dieses Video jetzt doch wieder online und somit zurück zum Elvis. Der Herr Teresch hat zwar gar nicht so viel medizinisches Fachwissen da unter das Volk gebracht, aber es ist halt trotzdem so, dass man es quasi mal so argumentiert hat. Das heißt, wir drehen jetzt hier ein Video, das wird der Roman dann irgendein andermal hochladen, weil, wie gesagt, gerade wieder gesperrt. Der Ausweichkanal, damit wir ein bisschen Werbung machen auf Rumble, existiert natürlich noch. Und ja, was soll man jetzt zu Meinungsfreiheit eingeschränkt sagen? Dass wir einfach dieses, warte, da haut es Kastanien runter. Diese braunen, kleinen, harten Dinger, wisst ihr, also Skandal. Vielleicht sollte man da mal einen Wiener Polizisten drauf ansetzen, da fallen braune Sachen vom Baum. Blitzangriff, ja? Jedenfalls, also heute haben wir, um das festzuhalten, den 6. Oktober. Es ist ein Freitag und ich habe mir den Luxus gegönnt, mir heute freizunehmen. Und ich werde das ganz im angekündigten Motto des Rocktober nutzen, um mein etwas fragwürdiges Heimatland, also jenes im Abstieg befindliche Land, in dem inzwischen lustige ORF-Mitarbeiter von Zunftkollegen von mir, sprich Securities oder Personenschützern, per Schwitzkasten vom Herrn Kickel weggezogen werden müssen. Welch Skandal! Man kann dazu nur sagen, gute Nacht Österreich. Wobei ich sagen muss, ich finde den Herrn Klien grundsätzlich gar nicht so schlecht. Dieses Österreich heute verlassen, weil, wie gesagt, das ist eh komplett am Hund, und werden uns ins benachbarte Deutschland wagen.
Schließlich haben wir Wien überlebt und dann kann man sich auch nach Deutschland wagen. Das ist ja jetzt dank Nancy Faeser auch gleich wieder ein bisschen sicherer geworden. Man kann sich das in diversen Berichten bei YouTube anschauen. Nancy Faeser, deutsche Innenministerin, hat es ja geschafft, nach 30 Jahren Bestehen jetzt hart durchzugreifen. Man hat jetzt endlich und Gott sei Dank... Und ich heiße grundsätzlich die Bekämpfung von rechten Strukturen gut, aber man hat es jetzt nach 30 Jahren geschafft, die Hammerskins offiziell zu verbieten. Ja, da sind natürlich die zwei Gruppenvergewaltigungen, die pro Tag in Deutschland stattfinden, und die um 20% gestiegene Kriminalstatistik, auch dazu findet man, wenn man denn möchte, im Netz einiges an Informationen, eigentlich total wieder aufgehoben, gut gemacht, und der deutsche Bürger ist sicher und deswegen trauen wir uns dahin. Ob der deutsche Bürger wirklich sicher ist, ist jetzt natürlich noch den Bedrohungssituationen und Anschlägen auf Alice Weidel und auf den tatsächlichen Angriff anscheinend mit Vergiftung. Mehr dazu findet ihr wie zum Gesamtthema Deutschland beim Alexander Rauer in seinem Vermittertagebuch. Ich werde da gar nicht auf jedes Video selber eingehen. Abonniert seinen Kanal oder schaut da zumindest rein. Der Mann hat ein paar ganz interessante Beiträge. Jedenfalls, der hat auch darüber berichtet, dass da AfD-Vorsitzende Chrupalla ja jetzt Opfer eines Anschlags wurde. Also nachdem wir Wien überlebt haben, fahren wir jetzt nach Deutschland. Da haben wir dann noch einen kleinen Zwischenstopp, den werden wir aber nicht großartig festhalten. Da kaufe ich nämlich Hygieneartikel und ein paar andere Sachen. Das liegt daran, dass man die in der Bundesrepublik halt immer noch wesentlich billiger kriegt als bei uns. Es wird sicher einen Experten oder eine Expertin geben, die erklären kann, warum es bei uns teurer ist. Es gibt sicher auch eine Expertin oder einen Experten, der erklären kann, warum unsere Inflation hoch ist und die in der Schweiz nicht. Das hat irgendwas mit den Zentralbankvorgaben zu tun, und mit denen arbeitet ja die Schweiz nicht, ist ganz klar. Aber wie gesagt, ganz egal. Wir werden uns nach Deutschland wagen, werden dort ein bisschen Rock'n'Roll machen, und damit habe ich jetzt eigentlich eh schon wieder viel zu viel selbstverliebt gefaselt und mich x-mal selber unterbrochen, und insofern hätte ich gesagt, bin ich hier mal raus und wir sehen uns dann wieder, wenn es irgendwas Spannendes gibt, vorausgesetzt wir schaffen es überhaupt über die Grenze, weil ihr wisst ja, der deutsche Verfassungsschutz hat ja inzwischen auch einen politischen Auftrag, und nachdem kritische Stimmen wie zum Beispiel auch Tim Kellner, von dem man halten mag, was man will, jetzt zu einem Urteil über 11.000 Euro in erster Instanz verurteilt worden ist wegen Beleidigung, traue ich mich da ja eh fast nichts da drüben was zu machen, weil wenn natürlich dann so ein Krawalljournalist wie der Roman, der eh schon wieder gesperrt ist, und so eine rechte, bildungsferne Sau wie ich, ja, die Klamotten tragt, wo eine 13 drauf ist, ja, und der Totenkopf bitte, also es könnte da jetzt fast noch eine Totenkopf Abteilung SS-Geschichte oder so draus werden. Also es ist alles ganz böse. Eine Achterkugel hast du auch noch drauf, schaut's einmal. Ja, ich habe eine Acht tätowiert, und ich habe in meinem deutschen Reisepass tatsächlich mehrere Sachen, da steht 18 oder 81 Nummern drin und so. Es ist böse. Also ich finde, es wird Zeit für ein Attentat. Aber ja, das machen wir dann, wenn Lina eh wieder draußen ist, ne? Insofern hätte ich gesagt, fahren wir jetzt einmal nach Deutschland, machen dort ein bisschen Rock'n'Roll, weil in Salzburg kann man das eh nicht. Und der Roman steigt wieder ein, wenn es was Spannendes gibt. Also sofern wir es über die Grenze schaffen, ohne Attentate, ohne Staatsschutz und so weiter. Genug gefaselt. Ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich noch, ihr dürft natürlich die Videos vom Roman gerne weiter verbreiten. Also jetzt, wo wir ein paar haben, die an der 500er Marke kratzen, kriege ich fast ein bisschen ein feuchtes Hosal. Und natürlich für alle ganz, 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 ganz viel Liebe. Weil die Probleme der Welt lösen wir bekanntlich am besten mit einem Vater Unser, viel Liebe und einer Power-Meditation. Insofern hätte ich gesagt, bin ich jetzt wirklich draus. Bin einmal kurz wieder drin. Grüß euch, Partners.
Wenn wir Glück haben, in einer Woche ist dieses Video auf YouTube online. Wenn wir Pech haben, ist mein Kanal gelöscht mit mehreren zwei Strikes. Unser Rocktober, dieses Video, wo es musikalisch ein bisschen Rockabilly geht, ist sowieso dann auf dem Rumble-Kanal vorhanden. Bei musikalischen Sachen, da steigt YouTube sowieso komplett aus. Unten in der Videobeschreibung sowieso wie immer verlinkt, gell? Das ist einmal so unser Teaser-Video für unseren Rocktober auf YouTube, wenn wir Glück haben. In einer Woche natürlich verspätet, wenn wir noch mehr Glück haben, auch nicht gesperrt oder gelöscht bei Kanal. Und somit ganz viel Liebe, sind wir jetzt wirklich draußen.